Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal zu einer weiteren Folge unseres Städtebauspiels Cities Skylines. Wir schauen hier nochmal drauf auf unseren Tierpark, wo ja beim letzten Mal leider ein Brand entstanden ist. Nachdem wir ihn quasi gerade fertig gebaut hatten, gab es einen Großbrand. Scheint aber alles wieder behoben zu sein, alles okay. Ja, und dann haben wir hier nochmal einen Blick auf den kleinen Park, den wir am Gesundheitscampus, also an unserer neuen Universität, gebaut haben, an der Einstein-Uni. Und hier hatte ich eine Idee und hier wollte ich ein bisschen was umgestalten. Deswegen habe ich hier nochmal die Bäume jetzt nochmal weggerissen. Soll also eine etwas neue Gestaltung geben. Dann habe ich erstmal einen Weg so als Hilfe mit reingezogen. Der soll aber später wieder verschwinden, der Weg. Dann hatte ich mich erst für diese Bäume entschieden. Ja, und um das Ganze farblich auch zu gestalten, dann hier die Blütenbäume in der hellen Farbton, im hellen Farbton. So, den Weg habe ich mittlerweile, diesen Zwischenweg im Park, habe ich wieder weggenommen. Und ich glaube, so langsam erkennt man auch, was es sein soll. Ich versuche also hier im Park ein Yin und Yang Symbol mit den Bäumen zu gestalten. Dann fand ich aber diese Bäume etwas zu groß, zu hoch im Vergleich zu diesen Blütenbäumen. Und insofern habe ich das nochmal geändert und setze jetzt hier, ich glaube, mein Zuckerahorn habe ich, glaube ich, hier reingesetzt. Das Schöne ist ja hier, dass man auf diesen Gehwegplatten, auf diesen Platten aus dem Park-DLC, Parklife-DLC, hier auch noch Bäume pflanzen kann direkt drauf. Deswegen ist das hier kein Problem. Ja, und so langsam entsteht das, was ich vorhatte. Ich hoffe, man erkennt es schon langsam. Ja, und so sieht es final aus. Yin und Yang im Park. Ich finde es ganz gut geworden. Könnt aber gerne mal in die Kommentare lassen, wie ihr das findet. War so eine Idee, die ich hatte. Passt irgendwie auch zur Gesundheit, zum Gesundheitscampus. Und insofern habe ich mir das da so ausgedacht. Am Airport, da war auch noch ein bisschen freie Fläche. Da wollte ich jetzt das auch noch ein bisschen gestalten. Das ist jetzt quasi direkt die Umfahrung ums Airport-Gebäude herum, also die Zufahrt, wenn man so will, die Anfahrt. Hier der Fußweg, der dann vom Airport in dieses kleinen Gewerbebereich reinführt. Ja, und dann haben wir innen drin auch noch so einen kleinen Kreisverkehr. Und den wollte ich natürlich auch noch ein bisschen gestalten, weil der sieht jetzt so ein bisschen nichtssagend aus. Also hier von der Wegefläche, die von oben kommt, dann hier über die Fußgängerüberwege. Eine kleine Wegführung, die vielleicht nicht so ganz gerade und normal ist. Und das Ganze dann ebenfalls noch mit Bäumen gestaltet. So ein A für Airport. Dann habe ich hier noch Steine reingelegt. Die habe ich aber ehrlicherweise nachher wieder weggenommen, weil mir die dann doch nicht gefallen haben. Die haben jetzt irgendwie das Bild hier so ein bisschen gestört. Deswegen habe ich die nachher wieder rausgebaut und es so gelassen, wie es gerade war. Ja, und hier geht es noch ein bisschen um den Bereich hier, den wir unterhalb der Uni haben. Wir brauchen ja nach wie vor noch ein paar Wohnbereiche. Und deswegen schließen wir jetzt hier unterhalb der Uni. Ja, die Brücke soll dann über die Autobahn führen, logischerweise. Und wir schließen dann hier jetzt erschließen jetzt hier ein Gebiet, was ich gestalten möchte, wie in der Nähe des Bahnhofs, nämlich als Univiertel. Also mit der
Bauart der Universitätsstadt. Fläche muss gezeichnet werden, das ist ja klar, das kennt ihr. Das Ganze kriegt natürlich auch einen anderen Namen. In dem Fall nehmen wir es Univiertel 2 und eben als Stadtviertelstil den ja, Universitätsstadtstil. Die andere Seite der Autobahn, sondern hier zwischen den Autobahnen und der Straße von der Uni, da lege ich jetzt diese Wegeführung an. Und ich werde das wieder so gestalten, wie ich es eigentlich fast immer mache, dass ich in Richtung der lärmenden Autobahn halt Gewerbeflächen setze und nach innen hinein dann die Wohnbereiche. Hier habe ich einfach mal so die Wegeführung genommen, wie es so gerade passte. Das habe ich mir jetzt nichts Besonderes bei gedacht. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus und wir machen noch ein paar Verbindungswege, um auch natürlich noch ein bisschen mehr Fläche zu bekommen, sonst verschenken wir relativ viel. Ja, so schaut es aus. Und dann können wir auch die ersten Bauflächen freigeben. Wir fangen an mit den Gewerbebereichen in der Nähe der Autobahn hier. Wie gesagt, das Ganze im Stil eines Univiertels. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben das auch gemacht in der Nähe des Bahnhofs. Da haben wir auch ein Univiertel gebaut mit vielen Fahrradwegen, die dann auch direkt zur Uni führen. Und hier wird es einfach nur der Häuserstil jetzt insofern in diese Richtung gehen. Ja, so schaut erstmal der Bereich jetzt aus. Wächst schon, kommen schon ein paar Häuser hin. Hier setze ich dann jetzt noch eine öffentliche Bibliothek mit rein, beziehungsweise auch eine Oberschule und eine Grundschule mit reingesetzt. Und ein Busdepot, weil ich das ganze Gebiet dann auch hier sowohl jetzt, was hier jetzt entstanden ist, das Univiertel, was aber auch nachher noch über die Autobahn drüber geht, mit Bussen erschließen möchte. Und die Busse werden auch dann zum Hauptbahnhof bzw. hier durchs Unigebiet fahren, um das Ganze so miteinander eben zu verbinden, ne, damit die Bewohner hier aus dem Univiertel auch dann ohne Probleme mit dem ÖPNV zur Uni können. Ja, und hier sehen wir nochmal einmal im Zoobereich. Hat sich also alles wieder geregelt, ist wieder vernünftig aufgebaut worden. Gott sei Dank. Hat sich gut entwickelt. Wir können also direkt die nächsten Flächen freigeben hier. Ich mache das ja immer so schrittweise, damit nicht immer... Ja, weil ich möchte gerne so entscheiden, was kommt vorerst hin. Das hat auch mit der Stromführung zu tun. Dadurch entscheide ich so ein bisschen, also wie der Strom auch von dem einen Gebiet zum anderen übergeben wird, ohne dass ich jetzt großartige Hochleitungen setzen muss. Und hier erschließen wir jetzt gerade das Gebiet auf der anderen Seite der Autobahn. Auch eine etwas unorthodoxe Straßenführung habe ich da jetzt gewählt, also die Umgehung, also die Hauptstraße, wenn man so will, die hat natürlich so einen klassischen Rundweg und hier zwischen setze ich jetzt einfach so im halbbogenförmigen Format einfach Zwischenstraßen, wo wir dann nachher noch weitere Gebäude errichten können. Das wird dann nicht im Stil Univiertel sein, sondern das wird wahrscheinlich im ganz normalen Stil sein, wie der hier vorgegeben ist. Muss ich nochmal gucken. Ja, und hier mache ich so einen kleinen Einblick rein. Da werden wahrscheinlich Gewerbeflächen hinkommen wieder. Und da habe ich gedacht, dann kann ich auch noch so ein Postamt hier reinsetzen. Das ist ja auch mal wichtig. Ich habe ja mittlerweile einen Postservice aufgebaut. Und dann können wir das hier auch entsprechend nutzen. Ja, hier werden wir beim nächsten Mal weiterbauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und über ein Abo, klar, freue ich mich auch, logisch. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.